Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, das jetzt regelmäßig freitags erscheinen wird. Und zwar gibt es da einen kleinen Roundtable von uns, wo wir jetzt nur so Fragen diskutieren, die euch wahrscheinlich interessieren. Viel Spaß dabei. Dann stelle ich euch doch vielleicht jetzt mal eine Frage. Was haltet ihr davon? Erzähl! Okay, ja. Wie schaut es aus mit der Vereinbarkeit von Social Media, Management und Privatleben? Wie gut würdet ihr meinen, kann man den Job und das Privatleben miteinander vereinbaren? Habt ihr vielleicht gegebenenfalls das ein oder andere Beispiel? Da fragst du den Falschen. Ich glaube, Sharon ist auch prädestiniert, diese Frage erstmal als junge Mama zu beantworten. Ich wollte gerade sagen, und genauso Shelly, ja, auch, weil auch, ja. Wir teilen uns diesen Posten, genau. Also ich habe da sogar schon mal ein ganzes Video zu gemacht. Für all die es interessiert, können natürlich gerne auf YouTube dann vorbeischauen. Dann ist die Runde ja beendet. Da noch mal. Ja, gut, dann ich muss da jetzt zu meinem Kind. Nee, Spaß. Also ich fange direkt mal da an. Ich bin jetzt im Januar zurück in die Firma gekommen nach meiner Elternzeit und bin dann direkt umgezogen. Also ich habe mein Studium in Leipzig verbracht und bin dann direkt wieder zurück in die Heimat gezogen, zu meiner Familie im Prinzip. Und trotzdem seht ihr mich hier. Das heißt, ich arbeite offensichtlich noch bei D-Start und kann mein Privatleben und meinen Beruf sehr, sehr gut miteinander vereinbaren. Ich könnte mir vorstellen, ich habe in meiner Wohnung zu Hause zum Beispiel keinen extra Büro. Deswegen habe ich hier noch mal eins. Liegt aber auch bloß daran, dass wir Bildungsträger sind und regelmäßig Videos aufnehmen müssen und weil ich hier mein ganzes Setup habe. Aber wenn ich jetzt nur den Posten Social Media Manager inne hätte, könnte ich sagen, okay, ich setze mich halt, ich schaffe mein Kind vielleicht in die Kita, setze mich dann so an meinen Job, ich brauche einen Laptop vielleicht und dann let's go. Also ich definitiv vereinbar für mich total. Also ich kann mir auch fast keinen Beruf vorstellen, der das vielleicht noch besser umsetzen könnte. Ah, Shelly, wie geht's dir damit? Also sehe ich genauso. Da ich ja aus dem Einzelhandel komme, sehe ich vor allem diesen einen ganz präsenten Vorteil, dass das eine Arbeit ist, wo es nach Aufgaben geht. Und wenn du konsequent arbeitest und ordentlich Gas gibst und deine Ziele immer erreichst, kommt es nicht darauf an, ob du jetzt von 9 to 5 arbeitest oder zum Beispiel, wir sind Mamas, wir kennen's, wir holen die Kinder aus der Kita. Ich will auch nicht, dass sie die Letzten sind. Aber wenn ich halt zum Beispiel in einem Einzelhandel bis 17 Uhr arbeiten muss, weil es einfach so ist, oder zum Beispiel Spätschichten, ne, wo ich dann halt meine Kids gar nicht sehe, einfach weil sie vormittags in der Kita sind und nachmittags dann bin ich halt arbeiten. Also das ist halt, glaube ich, der beste Vorteil, den ich da sehe. Und ja, das macht mich auch sehr, sehr glücklich, dass ich da so ein bisschen auch mit den Mut gefasst habe, um einfach was Neues auch zu wagen und so ein bisschen den Einzelhandel in den Rücken zu kehren. Das ist halt so. Also du kommst direkt aus der Branche. Das war jetzt kein Beispiel, sondern du warst direkt im Einzelhandel und bist jetzt im Prinzip Social Media Managerin, beziehungsweise noch in unserer Sales Abteilung. Ja, jetzt genau. Also ich weiß nicht, ist das, kann ich das sagen, wie es bei mir war? Ist das eigentlich schon interessant, oder? Klar. Du warst ja quasi eine Teilnehmerin auch erst bei uns, bevor du jetzt bei uns zum Teammitglied geworden bist. Wie hast denn du das so angestellt? Also auch schon als Teilnehmerin jetzt, sag ich mal, den Kurs zu absolvieren im Privatleben. Du hast ja aber trotzdem auch nebenbei noch ein bisschen was gemacht. Hast natürlich, wie gesagt, auch Kids. Der Tag hat ja noch 24 Stunden. Wie hast du das gemacht? Was bei mir auch ganz präsent ist in meinem Kopf, ist auch so ein bisschen der Spaß an der ganzen Sache. Wenn ich einen Job habe, der mir Spaß macht und wo ich einfach meine Leidenschaft gefunden habe, dann ist auch dieses Work-Life-Balance einfach, meine Arbeit macht mir Spaß. Also es gibt teilweise auch Phasen, wo ich echt so, Mamas und wir kennen es alle, ne? Das kann auch manchmal ganz schön anstrengend sein. Und durch die Arbeit, die ich jetzt halt habe, es macht mir Spaß. Ich ziehe dadurch so viel positive Energie irgendwie raus, dass teilweise die Work
mein Life balanced so ein bisschen. Also keine Ahnung, aber wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und das war auch zum Beispiel in der Weiterbildung, war das auch so. Also ich bin gerade aus der Elternzeit rausgekommen, aber wir hatten noch keinen Kita-Platz. Deswegen hat mein Mann dann noch 2 Monate Elternzeit gemacht und ich habe die Weiterbildung von zu Hause gemacht. Ich hatte sie in Teilzeit gemacht gehabt, weil ich dachte, wie soll ich das hinkriegen, ne? So zeitlich und dann noch mit dem Kleinen, der ist ja auch zu Hause. Ich habe den Kurs, glaube ich, nicht mal in dem Rahmen von der Vollzeit-Sache gemacht. Also ich war so schnell dadurch, einfach weil ich mich morgens hingesetzt habe und dann habe ich durchgehauen. Also es war halt, ich glaube, wenn man seinen Fokus dann darauf legt, was macht einem Spaß, und wenn das halt gerade das ist und wenn das mein Job ist, dann verfliegt auch so ein bisschen dieses Zeitthema. Man beschäftigt sich einfach auch anders und viel intensiver damit. Also deswegen, ja. Also es geht ja vielen TeilnehmerInnen von in unserem Kurs genauso. Also gerade dieses Thema natürlich Mamas, ja, aber auch Papas, auf jeden Fall, denn auch das haben wir natürlich dabei. Das geht denen ja allen genauso, wie auch speziell jetzt euch beiden. Das ist für mich aber eher so jetzt der Faktor vielleicht Zeiteinteilung. Was ich aber auch noch super spannend finde, ist eher auch die Ortsunabhängigkeit. Das hat ja auch Sharon gerade schon so ein bisschen mit reingebracht. Also auch an alle, die nicht Mamas oder Papas sind. Tommy, kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen, was gerade dieses Thema ortsungebundenes Arbeiten auch angeht? Du bist ja auch viel unterwegs. Du bist ja ein Jet-Setter. Du bist ja so ein Typ, so ein Jet-Set-Boy. Naja, also klar, in meinem Fall, ich kann natürlich so gut wie alles außer Tracking kann ich so gut wie alles am Smartphone machen. Also ich brauche theoretisch ein iPhone und das war's. Am PC geht alles natürlich wesentlich schneller und wesentlich, stabiler und ich muss weniger mir behelfen durch Zwischenspeichern oder sonstiges. Mhm. Aber wenn man eben unterwegs ist, dann bietet das Berufsbild des Social Media Managers auf jeden Fall echt viel. Also gerade ich gehe mal so ein paar Jobs durch, ja. Analyst ist vielleicht noch das Schwierigste, weil du ganz viele Daten so aus den verschiedenen Sachen zusammenziehen musst oder aggregierst. Aber häufig richtest du so ein Dashboard ein, das hast du dann immer verfügbar, auch mobile. Und dann kannst du natürlich auch unterwegs wunderbar arbeiten. Aber geh mal davon aus, wir haben einen Laptop mit, dann kannst du eigentlich alles ortsunabhängig machen. Sei denn, du bist natürlich jetzt im Unternehmen und machst dort den Video-Content. Ne? Also wenn es gerade drauf ankommt, wir haben einen Firmenstandort und der muss regelmäßig gezeigt werden. Oder wir suchen neue Leute und wir sind eben nicht komplettes Remote-Team. Ich glaube, das ist halt viel auch eine Absprachesache in dem Berufsbild des Social Media Managers und alles, was damit verbunden ist, mit dem Arbeitgeber. Also wenn der Arbeitgeber da mitspielt und sagt, jo, pass auf, wir haben Aufgaben zu erledigen, wie du die erledigst, ist mir scheißegal, wann du die erledigst, ist mir auch scheißegal, dann ist easy. Was aber natürlich mitkommt, ist immer so ein bisschen die Verfügbarkeit. Also wir sind halt so im Informationszeitalter. Die Leute wollen immer sofort eine Antwort und wir sind eben nicht wie früher, dass man sagen konnte, ich stelle jetzt mal eine Anfrage und dann kommt nach 5 Tagen mal vielleicht eine erste Antwort oder nach 2 Wochen. Ja, wir haben einen Markt, der hat sich komplett gedreht. Der Nutzer, der hat, oder der Endkonsument, der hat viel, viel mehr Power mittlerweile in der Hand. Wenn du nicht antwortest 2 Wochen, ja, dann kriegst du die negative 1-Sterne-Bewertung reingeknallt. Da hast du natürlich auch keinen Bock drauf als Unternehmen. Deswegen ist halt schon hier die Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium. Aber am Ende, finde ich, lässt sich es in dem kompletten Berufsbild oder auch die Berufsbilder, die wir haben, relativ gut vereinbaren. Mhm. Also wesentlich besser natürlich als viele andere Jobs. Dann ist es eben auch so, um da mal auch an Tommy nochmal anzuknüpfen, mit dieser ständigen Verfügbarkeit und wenn du halt aber auch Bock auf deinen Job hast und ne, es gehört halt auch in unseren Aufgabenbereich als Social Media Manager, die Community zu managen und die Anfragen und Kommentare, die wollen halt rund um die Uhr beantwortet werden. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind die aktivsten Zeiten von den Nutzern auf Social Media nun mal die Randzeiten. Ja. Das heißt also auch abends, ne, man kommt dann vom Feierabend nach Hause, dann begibt man sich in die Plattformen, Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer. Und dann kommen die Kommentare zustande. Und wenn man dann im Prinzip Bock hat und sagt auch, ja, nee, ich habe keinen typischen 9-to-5 und nach 5 ist dann aber auch wirklich Feierabend, dann kann man halt auch sagen, okay, cool, dann sitze ich halt an der anderen Stelle und beantworte dann halt die Anfragen, so was mir halt einfach Spaß macht, so, ne, weil ich dafür brenne. Und das ist das, ne, Vereinbarkeit ist da, wenn du Bock drauf hast. Das, ich finde auch, das verschwimmt auch so, die Grenze, oder? Zwischen Feier. Also ich sitze auch, wenn ich abends an meinem Handy bin, privat das konsumiere und dann irgendwie bei einem Kunden von uns sehe, dass da irgendwelche Kommentare da unten drunter sind, die nicht beantwortet sind, also dann
Ja. Ich denke da gar nicht drüber nach, dass ich eigentlich, ich habe jetzt Feierabend und so, sondern ich wechselfix den Account. Das geht ja auch auf Klick. Also in zwei Sekunden bist du drüben und dann schreibst du halt die zwei Kommentare. Ja, mein Gott. Also. Ja, das ist halt, aber das ist halt der Punkt, ne, bei Vereinbarkeit, den man ganz gerne vergisst. Vereinbarkeit bedeutet halt immer, man hat zwei Punkte und man muss die irgendwie ausbalancieren. Und zur Vereinbarkeit gehört halt auch immer, also es gehört halt nicht nur ein Nehmen, es gehört halt immer auch ein Geben. Und das ist halt in der heutigen Arbeitswelt verschwimmt es natürlich immer mehr. Es gibt aber gerade auch Gegenbewegungen, die sagen, ich will Vereinbarkeit, aber die wollen gar nichts vereinen, sondern die fordern und dann bleiben die auf ihrem Standpunkt sitzen. Und dort gibt es eben kein Entgegenkommen. Und dann kannst du halt auch keine Vereinbarkeit fordern, weil du nicht Vereinbarkeit willst, sondern du willst das, was du sagst, dass du willst und nichts anderes. Und das ist natürlich das Schwierige daran, was halt irgendwie so eine Misskonzeption ist und wo man ja halt einfach in eine Kommunikation gehen muss mit allen Parteien. Also egal, ob es jetzt beruflich und privat ist, ne, ob es Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, ob es Kollegen sind, die nach der Arbeit noch was machen wollen etc. Das sind halt so Sachen, wo man ja in die Kommunikation geht. Und ich glaube, das ist auch das Geile an dem Berufsbild Social Media Manager oder alles, was so mit Social Media zu tun hat. Man lernt eben diese Kommunikation. Halt nicht nur am Kunden, an der Community, die man managen muss, sondern halt auch an anderen Teammitgliedern, an Kollegen, an Vorgesetzten etc. Das finde ich schon ziemlich valuable, was du halt sonst nicht hast. Also in der Programmierung lernst du sowas halt nicht. Deswegen kommunizieren die halt nicht so gern miteinander. Und deswegen braucht man da halt auch große Teams mit Scrum und Kanban-Managern. Apropos Lernen. Vielleicht noch mal bald zu Luisa geschmissen. Warte, ja. Vielleicht noch mal. Sie hat schon vielleicht noch mal den Ball an Luisa geschmissen. Wie wichtig, also gerade du, als jetzt gerade hier Jüngste in der Runde, stehst jetzt quasi sinnbildlich so ein bisschen für die jüngere Generation. Als Vertreterin deiner Generation, würdest du sagen, wie wichtig ist das für die junge Generation, dass der Job, also jetzt natürlich unser Job, ja, Social Media Marketing Management mit dem Privatleben irgendwie vereinbar ist? Ich muss sagen, ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen so ein kleines Unicorn. Also weil bei mir, also mir geht's eher eigentlich so wie euch, dass es mir einfach super viel Spaß macht und ich bin halt auch jemand, ich bilde mich auch super gern noch weiter fort und was ich da halt auch cool finde so an unserem Job ist, du lernst halt auch nie aus und es entwickelt sich ja auch die ganze Zeit neu und weiter und weiß Gott was und deswegen ist es halt auch oft so, dass wenn ich jetzt daheim bin und halt dann zum Beispiel auf YouTube bin oder sowas, kriege ich etliche Vorschläge hier, so zum Beispiel User-Generated Content hatten wir ja vor kurzem auch was. Und das schaue ich mir dann schon auch gerne mal an. Also bei mir ist es auch so ein bisschen so ein fließender Übergang eher. Ansonsten würde ich schon sagen, also so wie die Mamis, habe ich auch noch so mein Privatleben, dass ich schon auch gut noch unterbringen kann eigentlich. Da es bei uns halt auch noch so ein bisschen so eine familiäre Atmosphäre eher ist, ist es für mich dann auch so, dass es fast schon eher wie mein zweites Zuhause hier ist und ich mich halt auch wirklich wohlfühle mit der Arbeit, mit meinen Kollegen und das macht alles nicht wirklich so zur Arbeit. Das war auch mal dein erstes Zuhause, als du zu Hause kein Internet hattest. Ja, ich habe hier fast schon gecampt. Der Vorteil das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Ja. Aber Luisa, hast du das Gefühl, du sagst, oder hast ja gerade selber gesagt, du bist da ein bisschen ein Unicorn. Du bist ja auch trotzdem Studentin, hast du das Gefühl, dass das bei deinen Kommilitonen ähnlich ist? Oder haben die doch eher so ein bisschen den Ansatz, boah, keine Ahnung, ich möchte von 9 bis 13 Uhr arbeiten, dann möchte ich 4 Stunden zum Yoga und dann möchte ich aber eigentlich auch maximal 4 Tage die Woche arbeiten. Also man kriegt es ja auch einfach so mit. Genau, also das ist halt eben auch das. Also es gibt eigentlich nur diese zwei Seiten theoretisch. So entweder die wollen alles wirklich komplett clean, getrennt haben so, oder es ist halt eben so wie bei mir, dass man da auch halt eben mal fein ist, wenn man da halt auch mal sowas macht oder wenn da auch mal ein bisschen Überstunden anfallen. Wirklich eigentlich nur die zwei Seiten. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was jetzt überwiegt oder so. Also kommt voll auf die Person an. Aber ich muss auch sagen, die Leute, die dann auch nicht bereit sind, sich wirklich damit so krass zu beschäftigen, auch mit dem Job, das sind dann schon aber auch Menschen, die sich eher so Unternehmen raussuchen, wo auch klar ist, dass es dann vielleicht auch gar nicht so weit kommt.
Also vor allem manchmal auch halt große Unternehmen, wo es dann halt, also wo du selber als kleiner Part halt einfach nur deinen Job leisten sollst und dann finito so. Also das sind schon auch dann die, die eher da sich bewerben und da eher unterwegs sind und so, ja, genau. Ja, cool. Also jetzt eigentlich kein Interessenkonflikt, würde ich mal sagen. Hoffe ich jetzt. Ja, ich glaube auch in dem Berufsfeld kommt es auch. Ja, ich glaube, es kommt da auch echt, wie du gerade schon gesagt hast, auch drauf an. Also gerade wenn wir von Social Media, Marketing Management sprechen, so ein Stück weit, ist man jetzt vielleicht in einer Agentur beschäftigt, ist man vielleicht direkt in einem einzelnen Unternehmen beschäftigt. Ich glaube, das kann auch einen Riesenunterschied machen, so was diesen den Stressballon vielleicht angeht und auch dieses Thema eben, ja, Privat- und Berufsleben irgendwie in eine Waage zu bringen. Ja, das ist einfach eine Ausrichtungssache. Ja, halt auch ein Stück weg mit Verantwortung geht es einher. Ne? Also sagen wir mal, du bist jetzt in einem Unternehmen der Einzige, der für Online-Marketing in meisten Fällen, ja, der Social-Media-Manager wird dann komplett in Online-Marketing geschmissen und der soll alles machen. Wenn du der Einzige bist, der dafür verantwortlich ist, dann wirst du natürlich auch dementsprechend auch mal abends reinschauen in den Account. Wenn du jetzt in einer riesigen Agentur bist, dann hast du zwar tagsüber, während du arbeitest, ein großes Stresslevel, weil du wahrscheinlich nicht nur einen Kunden hast, sondern eher 20 Kunden hast. Mhm. Aber wenn du danach nach Hause gehst, wirst du vielleicht auch sagen, ja gut, leck mich am Arsch, jetzt war's das für heute. Und dann war's das wahrscheinlich auch, weil du einfach noch hoffentlich, weil du am Ende einfach noch 10 Kollegen hast, die das Gleiche machen können wie du. Ja, ist natürlich immer eine Frage von so einem Rollenprofil. Ne? Wie viel Verantwortung steckt drin? Welche Aufgaben stecken drin? Wie muss die Verfügbarkeit aussehen? Solche Geschichten. Ja, das ist ein herrliches Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, nochmal vielleicht für alle, die da vielleicht auch ein bisschen mehr wissen wollen, wir nehmen mit richtig vielen Schulungsteilnehmern nach dem Online-Kurs, nach der erfolgreichen, also sobald es erfolgreiche Absolventen sind, sagen wir es mal so, Feedback-Runden auf und da hat jeder so seine komplett eigene Story zu erzählen. Die letzte Frage in dieser Feedback-Runde ist dann auch immer, wie setzt du das jetzt um oder wie geht's dir jetzt im Prinzip in deinem neuen Job als Social Media Manager? Und ich finde, die Antworten, die da rauskommen, sind immer super, super vielfältig und spannend. Deswegen, wie man das im Endeffekt vereinbart, muss man halt irgendwie mit sich selber ausmachen. Aber es ist auf jeden Fall möglich und das ist auch das, was der Großteil der Feedbacks im Prinzip am Ende zeigt. Also wer da Interesse hat, kann da super gerne nochmal reinschauen. Auf jeden Fall. Das ist eine perfekte Überleitung gewesen, denn wenn du auch Lust hast auf so einen coolen Job, wie unsere herrliche Runde das hat, dann komm doch einfach mal auf unsere Website vorbei, www.dienstag.de. Trag dich einfach mal ganz unverbindlich in unser Kontaktformular ein und wir schauen einfach, ob Social Media Marketing vielleicht auch das Richtige für dich ist. Und dann würde ich sagen, schau vorbei, so wie Schielaugen. Schau vorbei, so jetzt wie Schielaugen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in dieser herrlichen Freitagsrunde.